Es geht hier um Werbefotos. Sag mal, ist die Fotografin schon da? Tut mir übrigens leid, wie mein Kumpel sich vorhin benommen hat. War super, wie sie ihn gezeigt haben. Ich lass mich doch von ein paar Schuljungs nicht provozieren. Eigentlich ist Max der einzige Mensch, den ich habe. Er ist meine Familie. Wo ist der Bräutigam? Danke. Können wir vielleicht mal über was anderes reden? Ich kann diesen Mist nicht mehr hören. Doch, ich kann nicht hören, dass du an diesem Mist nicht ganz schuldlos bist. Ach ja? Immer ich. Wenn du nicht pleite gegangen wärst, dann müssten wir uns jetzt hier nicht von deinem Bruder versklaven lassen. Wo warst du? Ich war eben schon mal hier, da war der Laden geschlossen. Ach, ich war am Strand, auf einer Hochzeit. Du auch? Da habe ich uns verpasst. Und, wie fandst du es? Sah die Braut nicht wunderschön aus? Ja, nicht so schön wie du, finde ich. Guten Tag. Hallo. Hi. Was machst du denn hier? Ich denke, du bist auf der Hochzeit. Ist ins Wasser gefallen. Der Bräutigam hat das Mädchen einfach sitzen lassen. Waren Sie nicht auch da? Ja, Sie kennen sich? Kennen es gut. Philippe, würdest du mich mal vorstellen? Eva Hans, Fotograf. Ganz nebenbei bin ich noch seine Mutter. Was wird das denn, wenn ich fragen darf? Ich drehe eine Runde mit der Vespa. Lukas, du weißt, was dein Vater gesagt hat. Ja, scheiß Hausarrest. Sonst willst du auch immer rum, ich soll an die frische Luft. Ja, und jetzt sage ich, du bleibst hier. Lies ein Buch oder mach dich nützlich. Komm, es gibt genug zu tun. Und, was hat Rolf gesagt? Rolf springt im Dreieck, kannst du dir ja denken. Das war's dann also mit der Hochzeit. Sag mal, warum geben wir nicht einfach ein großes Fest für alle Hotelgäste? Du, wir sollen feiern? Ist das Nicole gegenüber nicht ein bisschen taktlos? Bevor wir das ganze Buffet wegwerfen. Und wir könnten auch unsere Freunde und Bekannten einladen, hm? Daher weht also der Wind. Sprich doch mal mit Rolf. Sag ihm, seine Gäste werden es ihm auf ewig danken. Ich versuch's. Solchen Argumenten ist er ja in der Regel aufgeschlossen. Okay. Ihr habt vielleicht Probleme. Hör mal. Warum rufst du nicht einfach deine Freunde an und ihr kommt nachher alle mit zum Essen? Ich habe nur keine Freunde auf dieser bescheuerten Insel. Dann bemühe dich ein bisschen. Warum kommt Karina hier so gut zurecht und du nicht? Die Mathehausaufgaben habe ich gestern schon gemacht. Ciao. 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 Allein. Ich bin's, Kim. Ich wollte nur fragen, kann ich irgendwas für Sie tun? Danke, mir geht's prima. Das Ganze tut mir sehr leid.
Ich wollte es dir schon früher sagen, glaub mir. Was meinst du? Hat Max dir nicht erzählt, dass wir, ich meine, Max und ich... Du? Nicole, bitte, es tut mir leid. Ich kann dir alles erklären. Für nichts und wieder nichts. Na, das war ja eine gelungene Hochzeit. Also ich finde Volkers Idee nicht schlecht. Wir machen einfach eine Party. Wieso hat dieser Vollidiot sie nicht 3 Tage früher sitzen lassen? Rolf, wir können nur versuchen, das Beste draus zu machen. Ich hab's. Wir machen die verdammten Fotos trotzdem. Bitte? Na, von der Deko, von dem Buffet und dem ganzen Firlefanz und von dem Brautpaar. Das muss ja nicht echt sein. Papa. Rolf, was wird die echte Braut dazu sagen? Ach, die hat uns den ganzen Mist doch erst eingebrockt. Pass auf. Du verkleidest dich als Braut. Rolf! Und ich besorge dir den passenden Partner. Soll ich zu Nicole sagen, hey, ich brauche dein Kleid. Wir machen ein paar Fotos für den Werbeprospekt. Das ist nämlich der einzige Grund, warum wir die ganze Sache organisiert haben. Vergiss es. Na dann, feiert mal schön unsere Fehlinvestition. Stefanie? Und was haben Sie in Deutschland gemacht? Hatten Sie da auch so einen Laden? Nein, das ist völlig neu für mich. Ich war Richterin am Amtsgericht. Ach, tatsächlich? Das klingt nicht so aufregend, was? Doch, im Gegenteil. Sie sind garantiert die erste Richterin, mit der ich Kaffee trinke. Hm. Hallo, Christine. Oh, Sie sind sicher die Fotografin, nicht? Eva Hansen, freut mich. Christine Stein, mich auch. Ich dachte, vielleicht hast du Lust, mit uns zu essen. Wir haben ein riesiges Buffet, aber viel zu wenig Gäste. Du geplatzte Hochzeit. Naja, wir versuchen, das Beste daraus zu machen. Kommen Sie doch einfach mit. Gern.